freue mich sehr, dass Sie dabei sind. Herzlich willkommen zu unserer Sendung. Schönen guten Abend in die Runde. Ich freue mich sehr, dass Sie alle da sind. Ein Mann bei uns, der undercover in der Drogenfahndung gearbeitet und bei Geiselnahmen vermittelt hat. Dann aber hängte er mit 36 seinen Job als Polizist an den Nagel und fing an, Managern und Politikern, und zwar bis hoch zu den Vereinten Nationen, die Kunst des richtigen Verhandelns zu vermitteln. Und genau dieser Mann macht jetzt etwas Unerhörtes in diesen Tagen. Er traut sich, Donald Trump gut zu finden. Und er begründet das auch, indem er sagt, die wahre Stärke eines guten Verhandlers ist Unberechenbarkeit. Aber wie umgehen mit einem solchen Verhandlungspartner, das ist die große Frage, die wir ihm gleich stellen werden. Herzlich willkommen also einem Mann, von dem der schöne Satz stammt, mein Lebensziel ist die Lösung des Nahostkonflikts. Ich warte nur noch auf einen Auftrag. Matthias Schraner, freue mich sehr. Schön, dass Sie da sind. Das wäre meine Aufgabe. Und ich würde gerne zu Beginn, vor zwei Tagen, erste große Rede von Donald Trump vor dem Kongress, Matthias Schraner, fragen. Wie würden Sie diese ersten 42 Tage und wie diese große Rede vor dem Kongress beurteilen von Donald Trump? Also Donald Trump, ich möchte nur die Verhandlungsführung beurteilen, nicht als Person oder als Politiker. Mhm. Aus verhandlungstechnischer Sicht macht er wirklich einen guten Job, weil er einem Masterplan folgt. Phase 1, das waren so die ersten Tage, da hat er sich sehr stark präsentiert. Er hat sogenannte Anker gesetzt, also die Themen bestimmt, die Agenda bestimmt. Und jetzt kommt Phase 2, jetzt geht er mehr auf Staatsmann, jetzt geht er mehr auf dieses vereinende Element. Und diese Rede in dem Kongress, den Sie angesprochen haben, die war sehr viel versöhnlicher als die ersten Tage. Und man merkt jetzt, dass er tatsächlich diese Rolle jetzt auch annimmt. Das heißt, das ist für Sie alles Teil einer ganz großen Strategie? Unbedingt, ja. Machen Sie mal ein Beispiel. Erklären Sie uns mal, was an Donald Trump so genial ist, an diesem Verhandler, von dem Sie sagen, der kann das wie kein anderer. Er geht sehr konfrontativ in die Verhandlung rein. Das ist im Business in Amerika vor allem normal, in der Politik sehr ungewohnt. Und was man merkt, dass viele Leute mit ihm nicht umgehen können. Das heißt, sie nehmen diese Opferrolle an, sie lassen sich einschüchtern, sie warten ab, sie verkriechen sich vielleicht sogar ein bisschen vor dieser Präsenz Donald Trumps. Und er hat bestimmte Themen. Machen Sie es mal an einem Beispiel fest. Was war für Sie der erste Coup von Donald Trump? Ja, dass zum Beispiel diese NATO-Frage jetzt wohl geklärt ist, also dass wohl die NATO-Länder bereit sind, den Beitrag auch zu zahlen, den Obama seit Jahren eingefordert hat. Und wo die NATO-Staaten. Also diese berühmten 2% des Bruttoinlandsprodukts. Ganz genau. Wo jetzt gesagt worden ist, okay, wir bezahlen die 2% und hoffen, dass nicht noch mehr Forderungen von Donald Trump kommen. Aber nochmal zu dieser Taktik, zu dieser Strategie. Sie sind ja einer, der sich mit der Frage wirklich beschäftigt, von morgens bis abends. Genau. Wie gehe ich in eine Verhandlung rein, um am Ende das Maximalziel zu erreichen? Ja. Also wie macht er das? Gehst du erstmal raus mit einer völlig überzogenen, absurden Forderung und am nächsten Tag nimmst du sie wieder zurück und präsentierst dich auf diese Art und Weise unberechenbar, um den Gegenüber nie die Chance zu geben, dich wirklich einschätzen zu können? Oder ja, zwei Möglichkeiten. Möglichkeit Nummer eins, ich gehe konfrontativ in die Verhandlung. Das heißt, ich stelle sehr, sehr hohe Forderungen. Ich setze die Themen, ich setze die Agenda, um dann Kooperationsbereitschaft zu zeigen, was er jetzt auch gemacht hat in dieser Kongressrede. Oder ich gehe in die Verhandlung, ich sage, das hätte ich gern, aber wenn es dann nicht klappt, dann muss ich drohen. Und wenn ich dann drohe, dann muss es logischerweise auch umsetzen. Und das ist ja mit Obama passiert in der Syrien-Frage, der sehr stark gedroht hat, es dann nicht umgesetzt hat und dann natürlich sein außenpolitisch zumindest sein Gesicht verloren hat. Als es um die Frage oder die Formulierung der berühmten roten Linien ging. Ganz genau. Das heißt, wenn man sowas sagt, dann muss man es auch einhalten. Da muss man es auch einhalten. Und wenn ich natürlich vorher schon eine Drohung ausspreche und sie dann nicht einhalte, dann verliere ich das Gesicht. Trump macht es andersrum. Er sagt, das ist, was ich mache. Also ich setze Fakten und gehe dann in die Verhandlung. Und die Frage, ob diese Fakten stimmen oder nicht, ist dann fast egal? Da ist jetzt natürlich die Frage, wir Deutschen nehmen das halt sehr wörtlich, alles, was er gesagt hat. Das ist richtig, ja. 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 Also wenn man zum Beispiel jetzt die Mauer bauen in Mexiko zum Beispiel, da hat er gesagt, Amerika muss diese Lasten der illegalen Einwanderer alleine tragen. Deshalb wird er die Mauer bauen und deshalb möchte er auch nicht 1,5 Jahre lang verhandeln. So, das waren die 3 Key Messages sozusagen. Ja. Was wir verstanden haben, er baut die Mauer und er will nicht verhandeln. Ja, und Mexiko bezahlt. Genau. Wenn man das jetzt umsetzt, verhandlungstechnisch, dann sagt er, wir wollen jetzt eine gleichberechtigte Lösung haben. Mauer ist ein Symbol für diese Abschottung und er möchte in die Verhandlung einsteigen. Es darf aber nicht 1,5 Jahre dauern. Das heißt, wenn ich jetzt nicht die Worte nehme, sondern das Motiv dahinter, dann könnte ich in die Verhandlung einsteigen. Das heißt, Sie hören eine solche Forderung mit anderen Ohren, als wir sie hören, ja?
Wohl ja, weil ich aus einer anderen Welt komme. Ich komme von der Geiselnahme. Und wenn ich immer dem Geisel... Das ist interessant, dass Sie sagen, ich komme aus der Geiselnahme. Und wir reden gerade über Donald Trump. Und, ja, ich habe mit Leuten verhandelt, die weniger sympathisch waren als Trump. Und wenn man auf die Worte gehen würde, dann würde man scheitern. Man darf nicht auf die Worte gehen, man muss gucken, was ist dahinter. Also was könnte eine Verhandlungsbereitschaft zeigen? Aber wie gefährlich ist das denn, wenn das Gegenüber das nicht versteht? Also ich wäre immer geneigt, einen amerikanischen Präsidenten einfach schlicht und ergreifend ernst zu nehmen. Und auch wörtlich ernst zu nehmen. Das machen ja Millionen von Wählern ja auch. Die amerikanischen Wähler, denke ich, denken da anders. Und ich denke, wir in Deutschland oder in den deutschsprachigen Ländern, wir tun uns schwer mit Amerika. Also wir haben gedacht, dass Hillary Clinton hundertprozentig gewinnen wird und sind uns überrascht gewesen, dass Donald Trump gewinnt. Ich war die Wochen vor der Wahl in Amerika und ich denke schon, dass die Amerikaner ein anderes Bedürfnis haben und eine andere Sensibilität für diese Worte, sage ich mal. Und Amerikaner haben das anders wahrgenommen als wir hier in Deutschland. Wie haben die es denn wahrgenommen? Also was ist denn da der große Unterschied in der Mentalität? Sie sind ja wirklich weltweit unterwegs, auch mit Ihrem Unternehmen und beraten Leute, ich sagte das gerade vorhin, bis hoch zu den Vereinten Nationen, in der Kunst des richtigen Verhandelns. Ja. Also was gibt es denn da, wenn man so von einer kollektiven Volksseele sprechen kann? Tue mich immer schwer damit, weil den Amerikaner gibt es ja gar nicht. Den Amerikaner gibt es nicht, ne? Aber was verstehen die denn dann im Zweifel? Die verstehen, dass einer kommt, der jetzt was tut, der etwas umsetzen möchte, der nicht nur spricht. Und in Amerika, glaube ich, war eine sehr große, also wirklich ein sehr großer Wunsch, dass wieder was passiert. Also dieses Obama, diese Obama-Zeit ist von vielen Amerikanern nicht so positiv wahrgenommen, wie wir in Deutschland wahrgenommen haben. Und ich denke, es war einfach der Zeitpunkt, wo die Leute einfach wissen wollten, dass einer was tut. Es geht jetzt um die Taten, weniger um die Worte. Und wie gefährlich ist es denn dann, dass man sozusagen als Tiger startet und als Bettvorleger dann wirklich wieder landet? Das ist die Frage, ob das wirklich so passiert. Weil verhandlungstechnisch gesehen folgt er dem Masterplan. Und er hatte schon erste Erfolge. Also diese NATO, dann hat er schon die ersten Firmen, die schon gesagt haben, sie werden nicht in Mexiko die Werke bauen, sondern wieder in Amerika. Lockheed zum Beispiel hat schon dramatische Preisnachlässe jetzt angeboten. Lockheed ist die Waffenschmiede, ja, genau, ne? Genau. Also riesiger Rüstungskonzern. Und andere Konzerne auch, also wie Boeing oder so. Was ich glaube, mit den ersten Verhandlungserfolgen, die er haben wird, wird er immer ruhiger werden, wird aber auch immer selbstbewusster auftreten und wird dort natürlich auch noch stärker präsent werden in diesen Verhandlungen. Das heißt, dieser Mann ist ein Missverstandener in Ihren Augen? Wie gesagt, ich kenne den Politiker nicht, ich habe ihn nicht persönlich kennengelernt. Verhandlungstechnisch gesehen folgt er einer Linie, da ist ein Masterplan dahinter. Und das Nächste, was sein wird, er wird sich gute Leute aussuchen, er wird Verhandlungsteams lossenden, die werden einen klaren Verhandlungsauftrag haben und die Themen und auch die Vereinbarung wird er gemeinsam mit den Gegnern dann verkünden. Und was er jetzt schon gemacht hat mit dem kanadischen Präsidenten, ja, dass die schon eine Einigung jetzt haben, die wird auch mit Mexiko kommen, bin mir ganz sicher. Diaby, wenn Sie das alles so hören, muss man da als deutscher Politiker sagen, dann müssen wir noch mal drüber reden? Ich habe da alles also, eigentlich ganz anders verstanden. Ich habe eine ganz andere Perspektive auf die Sache. Wenn wir festhalten, dass in den letzten Wochen die Ankündigungen, die Äußerungen, also es geht mir wirklich weniger um Verhandlungstaktik, das ist ganz was anderes. Aber das, was passiert ist in den letzten Wochen, stellen wir fest, dass wirklich in der Gesellschaft eine Spaltung stattgefunden hat. Es wurde aggressiv, aber auch wirklich beleidigend einige Menschen gegenüber, Mexikaner zum Beispiel, ich wiederhole die hier nicht, das ist bekannt. Frauen gegenüber, man, die Liste ist lang. Unsere Verantwortung in dieser Welt geht auch Richtung Umwelt, die Pipeline, die gestoppt wurden, die nicht gebaut werden sollen. Das sind Konflikte, die dort entstehen, keiner weiß bessere Konsequenzen. Und es gibt viele, viele andere Beispiele. Die heutige Rede des Präsidenten kann man sagen, okay, präsidial. Aber das, was passiert ist in der Gesellschaft mit den Ankündigungen, mit den Botschaften, insbesondere in Richtung Journalistinnen und Journalisten. Wir haben viele, viele Beispiele in den letzten Monaten, wo wir den Eindruck haben, es werden wirklich grundlegende Elemente der Demokratie und diese Werte verteidigen wir seit Jahrzehnten gemeinsam, die werden mit Füßen getreten. Ganz kurz, Herr Schoner, ja, und dann Werner Schneider. Ich glaube, die Frage ist ja nicht mehr, ob wir möchten, dass der Präsident ist. Er ist halt jetzt Präsident und die Frage ist, wie wir damit umgehen. Ja? Mhm. Ich habe ihn auch nicht gewählt, ich bin auch kein Amerikaner, ich habe auch kein Wahlrecht dort. Ich sage auch nicht, dass der politisch richtig liegt. Ja? Verhandlungstechnisch gesehen wird er aus meiner Sicht die meisten seiner Ziele erreichen.
Ja? Ob wir das mögen oder nicht, die Frage die stellt sich nicht mehr. Die Frage ist, wie gehen wir mit diesem Mann jetzt um? Weil es ja natürlich jetzt schon die Frage ist, ob wir jetzt uns einschüchtern lassen, ob wir warten oder ob wir tatsächlich jetzt vielleicht das Selbstbewusstsein auch mehr Forderungen aufstellen und fordern in diesem Konflikt. Werden wir gleich drüber reden, wie man dann im Zweifel damit umgeht und ob es die richtige Taktik ist, so abwarten und ruhig Blut und so weiter, all das, was man gerade auch so von deutscher politischer Seite hört. Wie schaut der Kabarettist, langjährige politische Beobachter, auf das, was sich gerade in den USA entwickelt? Ja, zunächst einmal muss ich sagen, dass ich ein bisschen erschauere, wenn man die Techniken der Managerschulung und alles, was da gelernt wird an Taktik, an Methodik, so eins zu eins auf Politik umlegt und sagt, mich interessiert nicht die These, mich interessiert nicht das Programm, mich interessiert nicht die Ethik, sondern mich interessiert nur, ob der etwas durchsetzen kann oder nicht. Das ist natürlich in der Beurteilung von einem Politiker nicht nur unzulässig, sondern brandgefährlich. Das ist das Erste, was ich sagen möchte. Das Zweite, und jetzt komme ich zu deiner Frage, als Kabarettist, ich mache jetzt wirklich letztes Jahr und ist man verpflichtet selbstverständlich als politischer Kabarettist solche Neuigkeiten wie diesen Trump zu verarbeiten. Und ich habe während der Vorwahlzeit habe ich immer gesagt, der Trump ist blöder als die ganze Familie Bush samt Haustieren. Und, ja, aber das nehme ich jetzt insofern zurück, weil das in der Dimension einfach nicht genügt. Es ist ein plumper Witz gewesen. Und ich habe mir jetzt überlegt, ich werde jetzt, wenn du erlaubst, dass ich das sage, am 15. März trete ich in Berlin auf, im Berliner Ensemble. Und da habe ich mir jetzt eine neue Stelle über den Trump geschrieben. Ich weiß nicht, ob ich sie jetzt auswendig kann, aber ich versuche es. Ich versuche es jedenfalls, dass ich ihn einordne. Der Trump ist ein Naki. Jetzt wird das Publikum sagen, bitte, was ist ein Naki? Dann sage ich dem Publikum, wenn Sie sich erinnern, es gab einen Nazi, das war die Kurzform für Nationalsozialist. Der Trump ist ein Naki, das ist die Kurzform für Nationalkapitalist. Das ist der Vertreter und Anführer einer Sache, die jetzt auf dem ganzen Globus wirklich wie schlechte Pilze aus dem Boden wächst, die Nationalkapitalisten. Abgeleitet. Schon lange, ne? Bitte? Schon länger. Schon länger. Abgeleitet davon, dass die globale Ökonomie an die Wand gefahren ist mit ihrem Pyramidenspiel. Und jetzt die Nationen und vor allen Dingen natürlich die große Nation Amerika, absolute Wirtschaftsgroßmacht, sagt, wie rette ich mich? Wie komme ich aus dem Schlamassel heraus? Nicht wahr? Und da kommt jetzt dieses America first. Ja? Das ist ja nichts anderes als Deutschland, Deutschland über alles. Nicht? Haben wir auch gesungen. Nicht? Und. Dass die Abschottung und sagt, und wir müssen jetzt die Profite alle nicht mehr verteilen, auf einem ungewissen Globus, wo man nicht ganz genau weiß, wie sich das entwickelt, sondern wir müssen sie im Land machen. Und diese Art von Politikertypus ist natürlich, ja, gefährlich ist kein Ausdruck. Ja, auf der anderen Seite Einspruch, euer Ehren, insofern, als es doch genau, Werner, und versuch das doch mal zu erklären. Wie hat es denn dieser Donald Trump, der ja, ich meine, du sitzt in einem Tower im 187. Stock irgendwo mit vergoldeten Wasserhähnen und Melania Trump und versuchst irgendwie zu überlegen, wie könnte ich es schaffen, amerikanischer Präsident zu werden. Das schaffst du dann, indem du den Leuten da draußen offenbar glaubwürdig klar machst, und zwar den einfachen Menschen draußen auf der Straße, irgendwo im Mittleren Westen, ich bin einer von euch. Wie hat er das hingekriegt? Ja, zunächst einmal ist es ein Faktum, dass Menschen, die Angst haben zu verdursten, die trinken auch braunen Schlamm, wenn sie nichts anderes haben. Aber braun jetzt auch politisch gemeint, ja? Oder? Ja, also wollen wir sagen, also fast verschmutztes alles. Wasser. Ja, okay. Ja, das Phänomen Trump erklärt sich für mich so. Die Demokraten hatten zwei Kandidaten in der Schlussrunde. Diesen Sanders, einen aufrechten, intellektuellen Sozialdemokraten, der auch so gesprochen hat, dass der einfache Mann auf der Straße durchaus verstanden hat, was er gemacht hätte. Man kann nie einen Beweis antreten, wenn man sagt, was wäre gewesen, wenn. Aber ich behaupte für mich, dass wäre der Sanders demokratischer Kandidat geworden, hätte der Trump keine Chance gehabt. Aber diese Hillary Clinton ist ja wirklich das Paradebeispiel jenes Milieus, vor dem zu Recht den Amerikanern schon graut.
Und wie sie dann nur mehr die Alternative gehabt haben, Hillary Clinton und Trump, dann hat sie gesagt, also, schlimmer kann es nicht kommen, wir geben dem eine Chance. So hat er die Wahl gewonnen. Überzeugt mich ehrlich gesagt immer noch nicht. Wenn man Hillary Clinton immer vorwirft, du bist Teil dieses Establishments, dieses sogenannten, frage ich mich, was ist dann Donald Trump? Ich meine, das ist eine Kunstfigur aus dem Trash-Fernsehen. Ja, naja, aber das ist eben nicht Establishment. Amerikanischer Präsident. Und deswegen hat er sich auch sofort so ganz anders dargestellt. So als Trash, als Prolo, als Polterer. Warum verfängt das? Jetzt könnte man nur, das kann man nur beantworten mit einem sehr hässlichen Satz, der sich mit der allgemeinen Intelligenz befasst. Heißt? Die sind ein bisschen deppert. Ist es so einfach? Ja. Der österreichische Feuilletonist Anton Kuh hat einmal gesagt, wie sich der kleine Moritz die Weltgeschichte vorstellt, so ist sie. Also manche Dinge sind wirklich... Schöner Satz, ja. Ja, ja. Manche Dinge sind ja wirklich sehr, sehr... Sehr, sehr einfach. Ja. Herr Schraner, ist es so einfach? Also meiner Sicht nein. Er hat nicht nur den Mittleren Westen gewonnen, er hat auch New Hampshire gewonnen, er hat Pennsylvania gewonnen. Ja, ja, der Mittlere Westen war sozusagen nur pro Toto. Er hat genau die Staaten gewonnen, wo jeder gedacht hat, die wird er nie gewinnen. Er hat Florida gewonnen, wo sehr viele Hispanics wohnen. Also so einfach ist es aus meiner Sicht nicht. Ich glaube, was er einfach angesprochen hat, ist, also für diese Management-Methoden, diese Anprangern, gerade dafür ist er gewählt worden. Ja? Also diese Disruption, wie es so schön heißt im Amerikanischen, ist dafür gewählt worden, dass mal wieder was passiert. Und verhandlungstechnisch gesehen hat er wieder die Anker gesetzt. Wir reden wieder über Trumps Themen. Und nochmal bitte, ob wir den wollen oder nicht, aber er ist jetzt da. Nein, genau, darum geht es gar nicht. Deswegen fragen wir Sie aber ja auch. Weil es geht ja auch um die Frage, wie geht man mit so einem um? Also Sie nennen das Anker. Was heißt Anker, Herr Schraner? Anker heißt, dass ich die Themen besetze, die diskutiert werden. Das heißt, wenn Trump in die Verhandlung einsteigt, also wenn der einen Raum betritt, dann ist schon klar, welche Themen diskutiert werden. Dann ist schon klar, was man vermeiden möchte. Ja? Und zum Beispiel jetzt diese deutsche Reaktion mit diesen 2%. Ja? Man hat jetzt Angst, dass noch mehr Forderungen von Trump kommen, also dass zusätzlich zum Geld noch mehr Beteiligung gefordert wird. Das heißt, wir diskutieren seine Themen. Wir diskutieren nicht, was wir wollen, wir diskutieren, was er will. Und das ist der Fehler, den wir zurzeit machen. Ich meine, er hat ja recht, ne? diese 2%, die stehen jetzt so als Faktum im Raum. Genau. Aber so ist das ja nie besprochen worden, sondern man hat gesagt, wir versuchen, da gibt es eine Abmachung, Sie wissen das besser, irgendwo in Schottland, glaube ich, getroffen, vor ein paar Jahren, da gab es eine Abmachung, dass die NATO-Staaten sich zusammengesetzt haben und sagten, pass auf, wir wollen versuchen, in die Nähe dieser 2% für Rüstungsausgaben zu kommen. Wir wollen versuchen, in die Nähe dieser 2% zu kommen. Heißt was anderes als, wir werden 2% ausgeben. Wir wollen versuchen, in die Nähe der 2% zu kommen. Im Laufe von 10 Jahren. Und dieser Trump geht jetzt rein und sagt, das habt ihr versprochen, 2%, und die will ich jetzt. Ist das genial? Genial wäre, wenn von unserer Seite, wenn wir jetzt mal sagen würden, was wir wollen. Und na ja! Da verlangt ja, aber viel von unseren Politikern. Warum nicht gleich? Aber sagen Sie mal, die Reaktion darauf, wie muss die denn ausfallen? Das Wort Reaktion wäre schon die falsche Herangehensweise. Eine Reaktion heißt, ich reagiere. Und diese Reaktion müsste man vermeiden. Man müsste jetzt tatsächlich erstmal in die Verhandlung kommen. Also wir reden alle über Trump, aber keiner spricht mit Trump. Ja? Wir müssten jetzt erstmal hinfliegen und mit ihm reden. Man müsste Verhandlungsteams aufsetzen mit einem klaren Verhandlungsauftrag. Okay, aber Angela Merkel jetzt zum Beispiel, die hätte Ihrer Meinung nach spätestens nach der 2%-Ansage direkt dahin. Aber was machst du denn als Kanzler? Du kannst doch nicht als deutsche Bundeskanzlerin dahin fliegen, hast nicht mal eine Einladung und dann klopfst du ins Weiße Haus und der macht nicht auf und sagt, ich bin nicht zu Hause. Also wenn Frau Merkel anruft und sagt, ich komme zu dir, dann wird er nicht Nein sagen. Bin mir da nicht sicher. Da bin ich mir nicht sicher. Also ich würde ganz gerne auf einen Punkt nochmal zurückkommen. Ich meine, spätestens, wo Trump versucht hat, Brexit zu loben, muss das ein Signal für uns sein hier in Europa, dass wir endlich mal anfangen, Sie haben recht, wenn Sie sagen, wir sollen nicht nur nach ihm rennen und gucken, was er gesagt hat, und dass wir darauf reagieren. Bei dieser Rüstungsfrage war das so. Aber es muss uns gelingen, innerhalb von Europa, dass wir endlich mal eine Sprache, gemeinsame Sprache finden. Wenn wir das nicht machen, dann ist das eine Gefahr
dass wir den Trump nur hinterherlaufen. Wir haben kein Konzept. Ich freue mich sehr, dass der Vizekanzler da war. Er war da, hat Gespräche geführt. Das ist natürlich der erste Weg, dass man Gespräche versucht zu führen, dass diese sehr gute traditionelle Beziehung, die zu Amerika ist, dass das nicht innerhalb von 4 Jahren kaputt geht, sondern dass wir dann auch darauf bauen. Aber das Wichtigste ist, dass wir im europäischen Raum, dass wir versuchen, gemeinsame Sprache zu finden. Ich mache mir Sorge darüber, dass einige Länder versuchen, einfach bilateral Wege zu gehen. Ja, seien Sie mir nicht böse, aber von Deutschland. Das ist ein leidenschaftlicher Appell, den Sie da gerade loswerden. Ja, das ist gefährlich. Dass Europa ernsthaft eine gemeinsame Sprache spricht, das findet ja schon ganz lange nicht mehr statt, und zwar auf ganz, ganz vielen Ebenen. Also noch mal die Frage, was wäre denn, Sie sagen, Reaktion ist falsch, aber das Thema ist ja gesetzt. Also wie verhältst du dich denn dann? Klare Kante, deutlich zu machen, dass man das so auch nicht akzeptiert? Oder zu sagen, na gut, okay, wir müssen uns jetzt irgendwie arrangieren und dann verhandeln wir das halt aus? Gut wäre, also der kommt konfrontativ in die Verhandlung. Ja? Jetzt müsste man auch konfrontativ entgegengehen, indem man sagt, was man selbst will. Achtung, nicht indem man sagt, dass er falsch liegt. Das darf man nicht machen. Also man darf nicht sagen, Trump, du bist blöd. Lass uns verhandeln. Sondern wir, also das sagen, Gegenteil von Werner Schneider, der gerade... Als Kabarettist dürfen Sie es natürlich sagen, als Politiker dürfen Sie es nicht sagen. Ja? Man müsste sagen, okay, das ist deine... Müssen Sie nur das beweisen. Als Politiker müssten Sie jetzt einen Gegenstandpunkt aufbauen, auch sehr dramatisch, sehr, sehr, sehr präzise. Theatralisch, ja. Um dann zu sagen, okay, wir haben jetzt den Konflikt, jetzt lass uns den Konflikt verhandeln. Dann kommt Phase 2, also dann schickt man die Verhandlungsteams rein und dann wird die Lösung gemeinsam wieder präsentiert. So geht das. So geht das. Wie geht das denn nach Ihrer Einschätzung jetzt weiter? Im Moment ist ja der Karren unheimlich im Dreck und die Situation wahnsinnig verfahren. Finde ich nicht. Die Frage ist, wird er jetzt erste Erfolge haben, ja oder nein? Das ist die Frage. Ja. Wenn er es schafft, tatsächlich nachweisbare, zählbare, sichtbare Erfolge zu zeigen, also wirklich Verträge zu zeigen mit Kanada, mit Mexiko, mit den Rüstungsfirmen. Welche Verträge? Dass er zum Beispiel NAFTA neu verhandelt. Wenn er das schafft. Das nordamerikanische Freihandelsabkommen. Genau, ja. Mexiko, Kanada, genau, USA. Er hat gesagt, er verhandelt NAFTA neu. Ja. Wenn er schafft, NAFTA neu zu verhandeln, mit dem kanadischen Präsidenten ist er schon im Gespräch. Mhm. Da schaut es wohl ganz gut aus. Wenn er es jetzt noch schafft, mit dem mexikanischen Präsidenten ein Agreement hinzukriegen. Aber Sie können ja noch nicht übersehen, dass er für sein Verhandlungsteam, was Geld und Handel anlangt, die prominentesten Wall Street Gangster in sein Team geholt hat. Das ist eine richtige Gaunerversammlung. Die Mafia ist schon ganz blass von. Ja. Die freuen sich schon. Ja, ist ja nicht unsere Entscheidung. Ja. Also wenn er schafft, einen wirklichen Erfolg zu haben, dann wird ihm das Aufwind geben und dann wird es noch schwieriger, gegen ihn zu verhandeln, weil er immer sagen kann, schau mal, ich habe schon geschafft, ja, so geht das jetzt. Wenn er die ersten Erfolge jetzt innerhalb der nächsten Monate nicht schafft, ja, dann hat er ein Problem. Und da werden wir jetzt sehen, ob er es wirklich hinkriegt. Und aus meiner Sicht wird er die ersten Erfolge vorweisen. Er wird gemeinsame Erklärungen abgeben. Also er wird sich mit den gegnerischen Parteien wieder Lösungen präsentieren. Und damit werden wir dann sehen, ob er es wirklich schafft. Er hat in der Rede jetzt eine große Steuergesetzgebung angekündigt. Die größte aller Zeiten. Das machen alle. Unternehmenssteuersenkung und so weiter, ja? Ja, Unternehmenssteuersenkung. Das heißt also, glauben Sie im Ernst, der wird die Reichen, die Superreichen und die Megareichen stärker besteuern als bisher? Glauben Sie im Ernst, dass der etwas Ernsthaftes unternehmen wird über die Abkopplung des sogenannten Mittelstandes und gegen die Armut? Glauben Sie das im Ernst? Ich weiß es nicht, ich bin kein Politiker und ich... Das merke ich. Ich möchte auch keiner sein. Das ist auch nicht sein Thema, ne? Ich möchte auch keiner sein. Mich interessiert nur die Verhandlungsführung. Also. Und die Verhandlungsführung ist aus Trumps Sicht berechenbar, nachvollziehbar. Da gibt es einen Masterplan. Nochmal, ob wir den gut finden oder nicht, ist nicht die Frage. Er macht es so, wir müssen damit umgehen können. Genau das wollten wir heute mal von Ihnen hören. Sie sind jetzt plötzlich in der Situation, dass Sie Trump verteidigen müssen. Das war eigentlich nicht der Plan. Sie sind eigentlich nur der Übersetzer von Donald Trump. Mhm. Auch das ist hart genug, aber das hat wunderbar funktioniert. Danke Ihnen ganz herzlich, Herr Stranach.